Herzlichen Glückwunsch den drei Bundesbesten. Und wir sind nun wieder hier bei Eibe in Röttingen. Und wir fragen einmal nach, was sind denn die Energiescouts? Was tun die, Daniel Schürrle? Was machen die und was ist ihre Motivation, sich da zu engagieren? Ja, die Energiescouts ist ein Projekt der IHK, um den Mittelstand bei der Energiewende zu unterstützen. Und wir haben die Möglichkeit sofort genutzt, um da auch über den Tellerrand unserer Ausbildung mal hinauszublicken und was für unser Unternehmen zu tun, was für die Umwelt zu tun. Energie ist ja in der Zukunft auch ein ganz großes Thema und wir haben im Betrieb sehr viele Energiefresser und wir wollen hier die Möglichkeit nutzen, die uns die aktuelle Technik bietet, um Energieeinsparpotenziale zu realisieren. Ja, Energiefresser, die gibt es wohl in jedem Unternehmen. Lili Sartison, welche Maßnahmen haben Sie denn da schon ergreifen können und welche Missstände erstmal haben Sie denn zum Beispiel entdeckt? Also zum Beispiel ist ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs der Beleuchtung gewidmet, sozusagen im Betrieb. Und wir haben jetzt Angebote eingeholt und wir sind momentan auch noch in der Analysephase. Aber wir sehen gut umsetzbares Potenzial in der Beleuchtung, bei Produktion und im Bürogebäude, im Kellerraum und im Erdgeschoss. Also eine ganz konkrete Maßnahme, die Sie da ins Rollen gebracht haben mit den Energiescouts. FinBetz hat auch so eine Maßnahme schon in Angriff genommen und gefunden im Alltag bei seiner Arbeit. Genau, und zwar ist bei uns auch sehr wichtig, gerade im produktiven Bereich, das Thema Druckluft. Hier war es uns möglich, eine Sofortmaßnahme einzusetzen und einzupflegen, sodass wir jetzt schon im aktiven Prozess sind, Energie zu sparen und effektiver zu arbeiten und die Energie effektiver zu nutzen. Vielen Dank. Soweit den Energiescouts hier im Unternehmen. Und wir schauen jetzt mal, was sich noch so getan hat in der mainfränkischen Wirtschaft.